Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann kannst du mich in Ketten schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Bisher hat das immer Faust zum Teufel gesagt, so gewiss, aber bald wird das Schröder sagen, wenn er wieder versucht, am Bundeskanzleramt zu rütteln. Denn genau das stürzen sie hier unsere Politiker. Und dafür werde ich reden, den Augenblick und die Ketten und das Grund. Schau uns den Augenblick an, der so schön aussieht im Politikerleben. Nein, der Augenblick im Politikerleben ist nicht so schön. Ein Politikerleben ist ein Hundeleben. Ich habe keinen Feierabend. Ich habe kein Privatleben, weil ich permanent durchleuchtet werde. Ich bin immer nur eine Messerlänge weg vom Dolchstoß und mein Gehalt ist im Vergleich zu den lobbyistischen Alternativen allerhöchstens auf Hartz IV-Niveau. Und dann wollte ich uns doch mal fragen, wenn er morgen noch Politiker wird, natürlich nur noch Egomane, die Seehofer und nicht irgendwelche Leute, die noch ihre Menschlichkeit und ihre Fehlbarkeit überhaupt in Betracht ziehen. Dann schlagen wir diese Menschen auch noch in Ketten. Denn ich habe die ja für eine falsche Entscheidung, aber ich habe die ja auch für eine Nichtentscheidung. Das heißt, ich kann nicht vor und ich kann nicht zurück. Und der kausale Schaden, der soll dann von einem Gericht festgestellt werden, also eine Regierung hinter der Regierung. Es gehört aber zur Gewaltentrennung, dass die Judikative, der Legislative und der Exekutive eine Entscheidungsprärogative gibt. Ein Bereich ordinärer politischer Entscheidung eingestehen. Und genau das trennen wir damit auf und damit schlagen wir die Politiker in Ketten. Und innerhalb dieser Ketten werden sie zugrunde gehen. Warum? Kein Politiker wird 4 Jahre lang ohne kausalen Schaden regieren können unter diesem Antrag. Denn wir müssen uns mal fragen, was kann hier alles als Schaden gesehen werden? Kritik an Putin? Klar. Gasbeteuerung. Kritik an den Chinesen? Klar. Die liefern nicht mehr so billig und halten sich nicht aus der Spielregel. Und ja, Moral ist verzichtbar. Hier wurde gesagt, alles, was verzichtbar ist. Auch die Wiedervereinigung hat Geld gekostet, aber Fett war auch verzichtbar. Und vielleicht war uns das auch fair, aber das wird dann ja vom Gericht festgestellt. Und da ist nichts mehr mit Gewaltentrennung. Wir sehen also, selbst wenn wir die Diäten verdoppeln, hat er es, wenn er mit 0 gestartet ist, am Ende nur noch 50% von dem, was er heute hat. Und diese 50% darf er dann nämlich plötzlich für private Security ausgeben. Weil ein Gericht hat ja festgestellt, dass er dieses Volk in Schaden geschützt hat. Das bedeutet, es handelt sich um einen Verurteilten. Und dieser Verurteilte wird auch den Hass des ganzen Pöbels treffen. Genau dieses Pöbels, dass die Komplexität, die Unvorhersehbarkeit und die moralische Ebene einer politischen Entscheidung vollkommen ausblendet, meine Damen und Herren, die sich die Welt einfach nur einfach redet. Und wie wird sich der Politiker am Ende des Tages schützen? Da wären wir wieder bei Schröder. Er sucht sich tolle Freunde im Ausland. Denn auch wenn sie im Ausland kein Geld mehr haben, lässt sich in Putins Partykeller sicher wunderbar leben. Und wenn es dann mal langweilig wird, dann lade ich Berlusconi ein. Und dann heißt es Ungar, egal wie viel Schulden ich in Deutschland habe. Und wenn das die Menschen sind, die unser Land leiten sollen, und nicht unser Schulpär Helmut Schmidt, der in einem Reihenhaus wohnt, der sich bescheiden zeigt und der sich auch ohne finanzielle Verantwortlichkeit immer dem ganzen Volk verpflichtet gefühlt hat. Für diesen Zeitpunkt.